Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 1941 DLC mit unserer Thessaloniki-Mission und mal gucken, ob wir es eventuell in der Folge schon schaffen, hier fertig zu werden. Also im Grunde ist es ja bloß noch Thessaloniki und natürlich hier das Hauptfeld, wobei das, glaube ich, kein großes Problem darstellen sollte. Gut, wie auch immer, wir müssen wie immer zum Start erstmal den Rundenwechsel machen und das ist ein bisschen nervig halt, das haben wir in den letzten Folgen ja schon gesehen, dadurch, dass hier einfach so viel KI mit beteiligt ist, müssen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen warten, wie immer. Auf jeden Fall haben wir hier den Griechen an der westlichen Front gegen den Italiener schon ein bisschen geärgert jetzt, er hat da auf jeden Fall schon Einheiten zurückgezogen und ich glaube, wir können da auch noch also wir können jetzt, glaube ich, dafür sorgen, dass der Italiener jetzt in den nächsten Runden auch durchbrechen kann. Und dann fällt, glaube ich, hier diese Flanke auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Weil wenn der Italiener einmal im Rücken des Griechen ist, ich glaube, dann sind diese Verteidigungspositionen hier kein großes Problem mehr. So, der Bulgare auf der anderen Seite. Dem werden wir wohl, glaube ich, nicht so gut helfen können. Da kommen wir jetzt im Moment nicht so richtig ran. Und wir haben es ja in den letzten Folgen einfach schon gesehen. Die KI verhält sich einfach maximal komisch. Konzentriert sich nicht so richtig auf die wesentlichen Ziele, sondern wechselt halt einfach mal so durch. Und dementsprechend kommen sie nicht vorwärts. Ja, wow, mit einer 1er Einheit, mein Freund, die wird auf jeden Fall jetzt rausgehen. Das kann ich dir so schon mal versprechen. So, jetzt ist der Grieche dran. Der klatscht wieder mit seiner Artillerie überall hin und mit seinen Flugzeugen erstmal. Ist auch schön, wie er von einer Front zur anderen wechselt. Warum gibt die keine Artillerie? Also warum antwortet die nicht? Hat die nicht genug Reichweite? Das kann natürlich sein. So, Fug. Ja, die Einheit geht raus, wie vorhergesagt. Und hier versucht er, meine Pioniere anzugreifen. Was nicht so richtig gut läuft für ihn. Das könnte nochmal ekelhaft werden jetzt hier. Minus 4, minus. Oh ja. Okay. Hier die. Das sind, glaube ich, schwere Infanteristen. Ja, das sind also. Grenadiere, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir an die rankommen. Vielleicht gehen wir doch erstmal hier runter, bevor wir. Okay. Die Frage ist jetzt, stehen lassen und auffrischen oder zurückziehen? Und vor allen Dingen, aber wir haben ja noch Flugzeuge, wobei, da müssen wir natürlich hier gegen die Flak. Wartet mal, wir machen das mal so. Wir setzen ihn mal auf die, wobei, was ist das, eine 40 mm? Und da komme ich schon wieder an den Gedanken ran, dass wir den Scout erstmal hier hinsetzen. Und hier drauf gehen. So, und dann können wir erstmal die Flak da rausnehmen. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt können wir hier auf die Artillerie oder auf die. Ach komm, wir machen das so. Wir schaffen das höchstwahrscheinlich auch mit einem Flugzeug. Minus 2. Wo sind die W? Die ist hier. Ja, die kriegt das hin. Ja, wobei. Ja, perfekt, die kriegt das hin. Jetzt können wir den da hinsetzen. Dann kann der Mörser drauf schießen.
Wow, okay. Wir setzen die Grenadiere hier hin. Nehmen ihn jetzt raus. Die hier frischen wir auf. Die... Das Problem ist jetzt eigentlich bloß noch... Kann die dann... Oh ja, die kann dann schießen. Okay, pass auf. Zack. Zack. Dann geht die dahin. Jetzt nehmen wir... Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so entscheiden. Geh du mal dahin. So, Angriff. Angriff. Damit haben wir das Problem jetzt erstmal gelöst, dass er, dass der Brite uns hier massiv auf den Zeiger geht. Und jetzt können wir mal versuchen, das so zu machen. Der... Ah, Mist. Da kriegen wir keinen Support dahinter. Haben wir jetzt bloß die Jäger. Die kommen da nicht bis hin, die anderen News. Die können wir hier auch mal noch verlegen. Kommt er bis da runter? Er kommt bis da runter. Das ist schon mal cool. Da ist eine Flak. Das ist jetzt 3,7er. Nee, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ein little bit of blöd, weil wir kommen hier halt... Oh Gott, ach, da steht immer noch die... Da steht immer noch diese eine Flak da. So, der Punkt ist, wir könnten natürlich den Mörser auch auf die Brücke stellen, aber er kann dann halt von hier aus, wenn eine Einheit hier oben nachrückt, hier angegriffen werden. Und er ist ja auch nicht entladen. Dementsprechend bringt uns das jetzt hier auch relativ wenig. So, wir haben halt hier immer noch... ach ja, wir haben ja hier den Kollegen noch. Den habe ich ja total vergessen. Dann nehmen wir den Doppeljäger. Hallo? Der macht da aber keinen Damage. Wir nehmen den Panzer. Und verfolgen ihn da einfach. Wir haben noch einen Jäger, den wir draufsetzen können. Der macht jetzt Schaden, okay. Na gut, immerhin. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier alles soweit vorbereitet. Jetzt müssen wir mal hier noch hingucken. Wir mal schauen. Wo wollen wir denn jetzt, dass wir hier, dass er hier durchbricht? Wir haben auf jeden Fall noch einen Jäger hier. Da können wir mal den... ihn hier angreifen auf jeden Fall. Sehr gut. So, und jetzt ist halt die spannende Frage, wo wollen wir hier den Durchbruch angehen? Ach, guck mal. Jetzt haben wir die eingekesselt. Wie geil ist das denn bitte? So, dann die Artillerie. Wir gehen mal mit denen dahin. Mit denen da... Ah, wobei, mit denen dahin. Mit denen gehen wir dahin. Dann sind die, glaube ich... Was? Jetzt sind sie nicht mehr eingekesselt? Wie, was ist das denn? Okay. Wenn ich dahin gehe... Wow. Also die Logik mit dem Einkesseln, das muss mir mal noch einer erklären. Gut, wir stellen die Artillerie auf jeden Fall in die Mitte. Wir greifen hier die Artillerie an. So, und versuchen ihm jetzt hier so weit möglich unter Druck zu setzen. Und die Pioniere lassen wir hier einfach stehen. Und verteidigen damit die Stadt. So, damit sind wir für die Runde durch. Ich glaube, ich habe keine weiteren Einheiten mehr. Und wir gehen in den Rundenwechsel. Hä, jetzt ist er... Okay, also das mit dem Einkesseln, ich verstehe es nicht so ganz. Müssen wir irgendwie noch welche Versorgungslinien hier unterbrechen? Vielleicht noch die untere, also diese Straße, die da von dem Flugplatz rüber geht. Der Italiener macht auf jeden Fall nicht mehr viel auf der Seite, muss man sagen. Er bombardiert immer wieder die gleiche Artillerie. Ey, Junge, du musst es doch mal merken, dass das nichts bringt.
immer wieder schickt er seine Flugzeuge dahin. Das ist unfassbar. Also Lerneffekt. Ich meine, ich bin ja schon manchmal strange in dem Spiel, aber das, die KI. Ja, also, da fällt mir auch nicht mehr viel ein. So, der geht dann raus, dort dieser Jagdbomber oder immer was das ist da. Ich bin gespannt, was der Grieche jetzt macht. Okay, Artillerie, Artillerie, Artillerie. Ach, diese Stellung da oben kann auch noch schießen. Aber aus der Stadt heraus greift er komischerweise nicht an. Okay. Hier bräuchten wir natürlich jetzt Pioniere. Die sind hier. Die ziehen wir natürlich mal ab. Wir rücken mit denen dafür vor. Wir rücken mit denen vor. Jetzt können wir... Wartet mal. Dann nehmen wir nochmal unsere... Die hat eine 9er Stärke. Hier die W. Weil ich will gerne beide Artis auf die Gebirgsjäger setzen. Dann können wir nämlich jetzt die Artillerie rausnehmen. Und dann haben wir jetzt die Artis, die hier drauf rummeln. Und er kann sie rausnehmen. Das ist perfekt, weil dann können wir nämlich die Artillerie hier schon nachziehen. Wobei wir hier jetzt mal gucken müssen. So, der Panzer dahin. Ach, guck mal, da ist ein britischer Panzer. Ach, interessant. Warum hat der... Ach so, weil der hier höchstwahrscheinlich wieder... Hier, auf und davon. Feindliche Einheiten, die von dieser Einheit angegriffen werden, erwidern nicht das Feuer, wenn... Ah. Sehr gut. Gut, dann hier drauf. Die ergeben sich. Natürlich nice. Den frischen wir auf. Den frischen wir auf. Jetzt. Ach, wir haben noch einen Scout. Wir machen da mal ein bisschen Druck. Die nächste Artillerie, die wir hier wegziehen, die können wir nicht ziehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hat ja auch noch so viel Flak stehen. Da können wir mit dem Flugzeug nicht viel machen. Oh Gott, er hat den wieder aufgefüllt. Ist das denn dein Ernst? Und jetzt... Oh nein, ey. Das ist so eine never-ending Story da oben. Oh Gott. Ich meine, wir könnten die Mission jetzt beenden, ne? Indem wir einfach... hier den Olymp einnehmen. Aber ich will schon gern noch Thessaloniki haben. Nur das wird noch ein bisschen dauern. So, was ist, wenn ich... Okay, die Flak ist noch einfach viel zu stark. Und hier... Also, ja, shit. Shit, großer Big Shit. Füllen den mal auf. Und dann machen wir mal hier drüben weiter. So, warum hat es den da nicht eingekesselt? Was ist, wenn ich denn hier hingehe? Kesselt man die dann ein? Jetzt sind sie wieder eingekesselt. Strange, es ist wirklich strange. So, hier, Kollege, du gehst jetzt raus. So. Na klar.
So, dann versuchen wir mal. Wir machen hier mal die Rorade. Ach so, und damit sind sie wieder. Man muss es nicht verstehen. So, die. Okay, perfekt. Die haben jetzt keine Deckung, aber ich glaube, die ja, können sich, glaube ich, ganz gut selber verteidigen dort. Das mit der Einkesselung wäre natürlich schön, weil dann würde man die ganze Flanke, glaube ich, innerhalb von wenigen Runden da einfach aufräumen. Da fehlt uns jetzt quasi eine Einheit, um das dauerhaft sicherzustellen. So rum. So. Nächste Runde, oder? Ist nicht viel zu erledigen hier. Beziehungsweise haben wir alles erledigt. Lol. Es ist echt witzig. Manchmal mit dieser Einkesselung ist es so einfach und dort sind eigentlich die Straßen alle blockiert und trotzdem ist er da nicht komplett eingekesselt. Das ist echt strange. Und wieder versucht das auf die gleiche Artillerie und ach, es ist so. Na, was macht der britische Panzer? Kommt der gleich noch? Ich bin mal gespannt. Er hat halt hier auch noch ein paar Artillerien stehen, die ziemlich nervig sind. Und den Bunker dort kriegt er partout nicht raus, ne? So. Da sind wir wieder dran. Er hat das hier aufgefrischt. Ich würde sagen, wir arbeiten uns hier einfach. Schritt. Wobei, ist es so notwendig, die Arti da oben zu bekämpfen oder wäre es besser? Sehr gut. Und jetzt können wir noch locker flockig an die Flak daran. Sehr schön. So. Jetzt haben wir die da eingekesselt. Das Problem ist jetzt, dass der Panzer da in die Einkesselung gerät. Mist, ich komme da nicht ran. Hallo? Ach, der. Was? Hä? Warum verliert. Ach, weil der da. Ach nein. Was ist das denn für ein Quatsch? Gut, das füllen wir mal auf. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier. So, die W geht bitte auf die Artillerie. Und er stellt sich mal hier dahinter, damit er ihm noch Support gibt. Ob es das wert ist? Ich glaube nicht.
Die ist da echt gut eingegraben, ja, 8 von 10. Die hat aber auch hier schon Malung, Malus drauf, weil sie eingekesselt ist. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt, wir stehen nicht unbedingt günstig. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. So, und hier können wir mal die Artillerie noch hier nach hier drüben verlegen, weil hier brauchen wir sie aktuell nicht. So, die U kann hier noch drauf. Dann haben wir hier unten noch... Ach, da komme ich gar nicht ran. Okay, dann müssten wir jetzt uns auf den Flugplatz dort verlegen. Das ist eigentlich kein Problem. Damit wir dort auf jeden Fall die Flugzeuge in Reichweite haben. So, er hat sich wieder aufgefüllt. Das ist toll. Mal gucken, was er dann macht. Wie weit kommt er denn eigentlich mit dem Panzer? Oh, er kommt sogar bis zu dem Flugplatz. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Und das Tier, die gucken einfach nur zu und tun nichts. Und dieser Cruiser schafft es da echt noch, Ringelpiez mit Anfassen zu spielen. So, ein Jäger dorthin. Das ist echt strange, also. So, er hat mich hier, glaube ich, noch irgendwo... Ach nee, den hatten wir rausgenommen. Den Jäger in der letzten Runde schon. So, dann, warum gehen die hier nicht raus? So, dann auf die. Das ist scheiße, weil dann kann die Artillerie angegriffen werden. Vielleicht... Ich überlege gerade, wie wir uns hier hinstellen, damit die Artillerie gedeckt ist. Aber es gibt keinen vernünftigen Weg, damit das gut funktioniert. So, wir greifen hier die Flak an. Die nehmen wir raus. Nehmen den Flugplatz ein. Ach, und da ist noch eine Flak, eine 20 mm. Die hier scheinen eingegraben zu sein, jawohl. Deswegen stellen wir einfach mal unsere Grenadiere davor und mit ihm greifen wir einfach ihn hier weiter an. So, hier wird es auf jeden Fall spannend. Wir gehen in den Rundenwechsel. Anstatt dass der Italiener mal uns da oben beim Durchbruch verhilft mit seinen Flugzeugen, nö. Er setzt sie weiterhin da im Süden ein. Zieht sich ja sogar noch zurück. Muss man irgendwie nicht verstehen. Aber wir sind im Norden im Grunde durch. Also die Frontlinie wird jetzt nicht mehr lange halten. Das ist gut. Und wieder. Wieder auf die... Die lädt sich immer wieder auf. Und er knallt immer wieder drauf mit seinen Flugzeugen. Es ist ein Trauerspiel. Wirklich ein Trauerspiel. Na gut, okay. Dort greift er mit seiner Flak an. Das ist natürlich ekelhafter aus der erhöhten Stellung. Aber die Pioniere machen dann einen guten Job. Ah, jetzt zieht er Einheiten zurück. Interessanterweise greift er aber nicht den Panzer an, der da schon eingekesselt ist. Das ist echt strange. So. Okay, die Artillerie hier.
Ist da die W dabei? Nee. Wo habe ich die denn? Die habe ich hier. So. Oh, ist das jetzt ein Scherz? Kann er... Ah, hier, er kann sie rausnehmen. So, er hier drauf. Damit ist die Einkesselung jetzt auch aufgehoben. Zumindest von unseren Einheiten. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt könnten wir hier direkt weiter. So, und er deckt jetzt hier mal nach Osten das Ganze ab. Er geht auf den Flugplatz, damit sie uns den nicht wieder wegnehmen. Und er geht hier hin, um die nochmal anzugreifen. Und jetzt könnten wir sogar noch mit einer U hier drauf. Und damit sollte in der nächsten Runde das Ganze eigentlich hier durch sein. So, sehr schön, weil die werden auch jetzt weiter unterdrückt, dadurch, dass sie eingekesselt sind. Und die Art hier führen wir mal dorthin. Ne, halt. Wir führen mal ihn dahinter und führen sie hier hoch. Weil wir können es auch so machen. Das ist, glaube ich, die bessere Variante. Sehr schön. Okay. Hier oben hat er sich wieder aufgefrischt. Wir frischen unseren Panzer auf. Mal gucken, ob er sich jetzt den Flugplatz noch schnappt oder ob er da einfach nur hin und her fährt. Und jetzt hier. Mit den Grenadieren kommen wir hier gar nicht weiter. Ach doch, wir können die Einheiten noch angreifen. Ja, die ziehen sich zurück. Okay, warte. So, und dann rücken wir hier runter. Die... Oh, geil, die ergeben sich. So, hier oben die Flanke ist geöffnet. Hier können wir jetzt nochmal angreifen gegen die zwei... Ist das eine Pack? Das ist eine Pack mit dem Panzer natürlich. Eine ziemlich blöde Idee. Von daher... Lassen wir den Panzer einfach mal so stehen. Hier können wir erstmal die Artillerie rausnehmen. Und wir können mit unserem Flugzeug hier diese Flak, die er aber gerade zur Pack gemacht hat, angreifen. Okay, leider keine Unterdrückung oder sonst irgendwas. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, kurz vor der letzten Runde. Wir gehen nochmal in den Rundenwechsel. Wir könnten mit der nochmal irgendwie... Ach, guck mal hier. Nochmal ein paar Erfahrungspunkte sammeln. So, haben wir es bald hier. Ach, guck mal. Hat er jetzt... Nein, natürlich nicht. Die Artillerie, es bleibt dabei. Die wird auf jeden Fall angegriffen. Fantastisch.
So, überall mit Arti drauf. Anstatt mal die Bunker anzugreifen und die Bunker zu unterdrücken und dann mit einer Pionierseinheit oder so den Bunker anzugreifen. Nope. So, die Kavallerie dort, die wird auch noch rausgehen. Macht da richtig schlau, der Kollege. Das ist unfassbar. Also die KI, zumindest auf dem Niveau. Ich glaube auch, dass die KI auf höherem Niveau nicht wirklich besser agiert. Sie schummelt einfach nur höchstwahrscheinlich. Also, so, jetzt können wir hier einfach rausnehmen. Wir nehmen Thessaloniki ein. Jawohl. Und jetzt sammeln wir hier noch ein bisschen Erfahrung. Sehr schön. Wir sammeln hier noch ein bisschen Erfahrung. Wir nehmen unsere W und sammeln... Oh, Alter, du nervst mich. Wirklich. Komm, hier, drauf. Komm. Achso, hat er jetzt schon zweimal. Greifen ihn dann nochmal an. Wir nutzen also jetzt die Runde nochmal komplett, um hier Erfahrungspunkte zu sammeln. Okay, das hat nichts gebracht, weil da hat er keinen Damage gemacht. Jetzt haben wir hier noch eine U. So, mal gucken. So. Okay, dann haben wir hier noch einen Jäger. Das ist ein Doppeljäger. Der hat auf nichts Reichweite, wo er keinen Damage bekommt. Das würde ich jetzt mal nicht machen wollen. Hier haben wir noch einen Jäger. Dann können die den nämlich rausnehmen. So, und hier auch nochmal auf die... Halt. Auf die... Pack. Mit unseren Grannies. Und der Scout auch nochmal. Halt, dann nehmen wir ihn am besten direkt raus hier. So, sehr gut. Und jetzt nehmen wir hier den Olymp ein. Und damit haben wir die Mission beendet. Thessaloniki am 21. April 41. Ein weiterer Sieg, mein Herr. Unser unerwarteter Einfall in Zentralgriechenland hat die Bemühungen der Alliierten im Balkan zunichte gemacht. Es türmen sich Berichte über Massenkapitulationen griechischer Truppen sowohl an der italienischen als auch der bulgarischen Front. Tatsächlich hört man Gerüchte, dass wir den Griechen komplett den Kampfgeist genommen haben. Womöglich werden wir sie nicht wiedersehen. Gar nicht übel für ein paar Wochen Arbeit. Historisch, der Blitzkrieg der Deutschen in Jugoslawien machte die Bemühungen der Alliierten, Griechenland und den Balkan zu verteidigen, zunichte. Die Griechen waren mit den Kämpfen gegen Italien und Albanien gegen Italien in Albanien und der Verteidigung der Metaxa-Linie gegen bulgarische Angriffe bereits an ihre Grenzen gekommen. Die wenigen britischen Truppen, die zügig aus Ägypten her beordert wurden, hatten den deutschen Truppen, die nun Zentralgriechenland, in Zentralgriechenland einströmten, nur wenig entgegenzusetzen. Eine griechische Position nach der anderen wurde abgeschnitten und eingekesselt. Außer dem Rückzug blieb den Briten nicht viel übrig. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann mit der nächsten Mission weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Ködö, Kalle, Irendal und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.